Der Vorwurf Nazi-Anwalt sei wohl das Schlimmste, was einem Juristen in der Öffentlichkeit geschehen könnte, hat die junge Anwältin Nicole Schneiders vor 3 Jahren geschrieben. Bereits damals hat sich die Kanzlei des Rastatter Anwalts Klaus Harsch mit allen Mitteln gegen den Eindruck gewehrt, allzu große Nähe zu Rechtsextremisten zu pflegen. Inzwischen hat die Anwältin Schneiders die Verteidigung von Ralf Wohlleben übernommen, der den braunen Terroristen von Zwickau eine Pistole samt Munition beschafft hat. Haben soll. Offensichtlich ein Treffen unter alten Bekannten? Jörg Brillen über juristische Vertreter der rechten Szene. Sie haben eine Blutspur durch Deutschland gezogen und als ihr Unterstützer wird der frühere NPD-Funktionär Ralf Wohlleben beschuldigt. Seine Verteidigerin Nicole Schneiders kennt ihren Mandanten keineswegs, nur aus beruflichen Gründen. Nach Auskunft von Sicherheitsbehörden wurde sie schon in ihrer Jugend als Neonazi-Aktivistin beobachtet. Während des Studiums in Jena trat sie schließlich der NPD bei, aus Protest gegen Verbotsbestrebungen, wie sie sagt, und auch nur kurzzeitig, etwa um 2000, 2001. Jedenfalls zahlt sie auch 2002 noch Beiträge, ebenso wie ihr heutiger Mandant. Beide hatten bereits Parteikarriere gemacht, der vorbestrafte Wohlleben als Kreisvorsitzender, sie als seine Stellvertreterin. Ruhm und Ehre der Waffen-SS rufen NPD-Demonstranten. Nicole Schneiders ist dabei, 2001 in Leipzig, zusammen mit dem verurteilten Volksverhetzer Horst Mahler. In Mannheim wohnt die Studentin später mit einem mehrfach vorbestraften NPD-Skinhead zusammen. Beide engagieren sich im neonazistischen Aktionsbüro Rhein-Neckar. Dessen Internetseiten wurden gestaltet von einem alten Bekannten aus Jena, Ralf Wohlleben, inzwischen auch stellvertretender NPD-Chef in Thüringen. Im geschlossenen Forum des Aktionsbüros weist Nicole 2005 auf ihre Anwaltskanzlei hin. Allerdings bittet sie auch, es nicht an die große Glocke zu hängen, wenn sie einzelne Leistungen umsonst erbringt. Diese Kanzlei residiert mitten in Rastatt, vertritt nach eigenen Angaben vorurteilsfrei Mandanten jeglicher Couleur und legt in einer aktuellen Mitteilung großen Wert auf die Feststellung, sie handle ausschließlich als Organ der Rechtspflege. Namensgeber Klaus Harsch vor 3 Jahren. Und wenn ein Mandant zu mir reinkommt und sagt, ich habe hier einen Strafbefehl oder ich habe im Mietrecht irgendwas, dann schicke ich den nicht weg, nur weil das vielleicht die Presse gerne hätte. Mit der Folge, dass Mandanten keine Anwälte finden. Einer dieser Mandanten war etwa der Anführer der neonazistischen Rastatter Kameradschaft, hier bei einem Aufmarsch 2005. Die Kanzlei Harsch war nicht nur bei der gerichtlichen Durchsetzung des Aufmarsches behilflich, sondern auch vielfach für Mandanten aus der rechten Szene tätig. Roman Zitzelsberger von der IG Metall kann sich noch gut an seine Begegnung mit der Kameradschaft erinnern, hier auf dem Marktplatz am 1. Mai 2006. Und mitten in der Rede war plötzlich ein Lärm zu hören und dann zog da eine Gruppe von 20, 25 vermummten Gestalten mit einem großen Plakat herein. Sie pöbeln und grölen, sprengen die Maikundgebung, angeführt auch diesmal vom Kopf der Rastatter Kameradschaft. Im anschließenden Strafverfahren treten, wie häufig zuvor, die Anwälte Harsch und Schneiders auf und finden das Verhalten ihrer Mandanten keineswegs kritikwürdig. Naja, das war dann so die Darstellung, dass das ja quasi ein friedlicher Besuch der IG Metall gewesen wäre und man hätte halt zufällig ein Transparent dabei gehabt. Doch ganz so friedlich ging es nicht zu bei dieser Begegnung. Die rechten Kameraden werden handgreiflich, setzen Pfefferspray ein. Es gibt Verletzte, aber auch im Strafverfahren kein Wort des Bedauerns. Und ich glaube, da an der einen oder anderen Stelle auch so eine gewisse inhaltliche Affinität gespürt zu haben. Wie weit sollten sich Anwälte mit Mandanten gemein machen, die in der Öffentlichkeit Furcht und Schrecken verbreiten? Ob Körperverletzung oder Landfriedensbruch, Rechtsextremisten können bis heute in einer Vielzahl von Fällen die Dienste der Kanzlei Harsch in Anspruch nehmen, die unter dem Namen H3 auch eine Zweigstelle in Stuttgart betreibt. Spezialisiert auf Familienrecht ist dort der Anwalt Steffen Hammer, doch ist der vor allem als Kopf einer rechtsextremistischen Skinhead-Gruppe bekannt geworden. Die Gruppe hat sich inzwischen nach 20 Jahren aufgelöst, doch in den Trümmern von Zwickau hat die Polizei Bekennervideos gefunden. Darauf dokumentieren die braunen Terroristen genüsslich ihre Morde und unterlegen das mit Musik, gesungen vom Scheidungsanwalt Steffen Hammer von der Kanzlei H3.
Deren Gründungsmitglied Klaus Harsch ist bis heute ein allseits geachtetes Mitglied der CDU und versuchte schon vor Jahren, alle Fragen nach der NPD-Vergangenheit seiner Kollegin entschieden abzuwehren. Wir müssen jetzt arbeiten. Können Sie das verstehen? Können Sie das jetzt verstehen, dass wir arbeiten müssen? Haben Sie dafür Verständnis? Geht das? Und wer sich so nah mit der rechtsradikalen Szene einlässt, ob der gleichzeitig auch so ein geachtetes Mitglied der bürgerlichen Gesellschaft sein kann, da mache ich mal ein Fragezeichen dran und würde auch alle Beteiligten auffordern, dies bei Ihnen auch mal zu machen.